Jetzt setzen Sie mal langsam Leistung, sodass erstmal nur. Da kommen jetzt zwei Bälle hoch, sehen Sie das? Ja. So, und die setzen wir auf 50 Beine. Auf 5. Erstmal. So, das war. Jetzt laufen die langsam hoch, dass die synchron hochlaufen. Jetzt auf die erste die Raste. Sie sich unterschiedlich, ne? Sie können jedes Triebwerk einzeln. Ah, okay. Jetzt mal bitte die erste Raste bis zur ersten Raste. Weiter, weiter, weiter. Und bis zur zweiten Raste. Oh, sehr schön. So, das ist der sogenannte Flex-Take-Off-Modus. So, Startabbruchgeschwindigkeit passieren wir 140. Jetzt ziehen Sie mal den Knüppel. Weiter, 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 so, ja. Das ist echt? Ja, das ist echt. Mehr, mehr. Oh und Gott, jetzt fahren wir mal die Räder mal ein. Hier dran ziehen und den Hebel nach oben nehmen. Hört ihr ein Geräusch? Das ist das Fahrwerk, was reinkommt. Das ist tatsächlich so laut, weil da so riesen Scheunentorklappen, die aufgehen. So, jetzt als nächstes drücken wir mal den Knopf. So, das ist die automatische Schubkontrolle und setzen das mal bitte eine Raste zurück. Und hier mal bitte Ihren Autopilot 1 einschalten und hier mal dran ziehen. Hier dran ziehen. Ja. So, jetzt hat er die Höhe übernommen und jetzt fliegt er auch die Route ab. Wir sind jetzt hier, sehen Sie die Höhe, wie sie steigt. Mhm. Wir sind jetzt 1000 Meter hoch, 3900 Fuß. Bei 4000 wird er die Leistung wegnehmen. Jetzt dreht er schon mal um. Alles gut, alle locker bleiben. Da unten sehen Sie die Autobahn 1. Ja. Das ist ja krass. Ja. Das ist ja der Hammer. Ja. So, und jetzt fliegt der da schön hin.